Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Ex-Zurück-Aktionen. Was sind die richtigen Aktionen, wenn man eine Rückeroberung möchte? Also, das ist erst einmal, das ist das Wichtigste, absolut situativ. So. Je nach Situation musst du bestimmte Aktionen starten, bestimmte Dinge tun. Es gibt da aber so eine gewisse Grundlinie, der du folgen solltest. Und darüber möchte ich mit dir jetzt in diesem Video reden. Also, was du für eine Grundanleitung sozusagen verinnerlichen solltest. Da es situativ ist, auch meine Empfehlung, mach den Test aus der Videobeschreibung, füll den Fragebogen aus, schicke mir zu, ich schaue mir deine Situation an und dann bekommst du ein 1:1 Video von mir, in dem ich dir wirklich ganz genau erkläre, was für dich jetzt wichtig ist oder eine Einschätzung dir mitgebe, worauf du jetzt achten solltest, dass du eben auch die richtigen Aktionen startest. Also das Erste, was ganz entscheidend ist, ist, dass wir uns immer angucken müssen, wie der Kontakt zwischen euch weiterhin verlaufen soll. Das ist so immer der erste Schritt, den man gehen sollte. Was passiert jetzt mit dem Kontakt zwischen euch? Und das hängt immer von der Situation ab. Also, wenn du dich zum Beispiel toxisch verhalten hast, ja, und der Ex-Partner, die Ex-Partnerin resigniert nicht, meldet sich vielleicht noch, ihr habt noch einen guten Draht, einen guten Kontakt, dann solltest du den Kontakt nutzen und du solltest den Kontakt halten. Da geht es vor allem darum, dass du Vertrauen aufbaust durch Veränderung deiner toxischen Seiten. Wenn es so ist, dass der Ex oder die Ex sich toxisch verhalten hat, dann musst du dich natürlich schützen. Dann ist für dich das Wichtigste die Entwicklung und der Aufbau von Selbstliebe. Du musst in der Lage sein, den Ex oder die Ex wirklich wieder wegzuschicken, solange bis sich dieses für dich toxische Verhalten verändert hat. Und erst wenn sich dieses toxische Verhalten verändert hat, lässt du den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wieder zu. In diesem Fall ist es also sinnvoll, mit einem reduzierten Kontakt zu arbeiten. Kontaktimpulse gehen von ihm oder ihr aus, aber du testest immer aus, hat sich das toxische Verhalten verändert oder werde ich jetzt wieder verletzt werden? Und wenn das so ist, ziehst du dich wieder zurück und schickst ihn oder sie weg. Ist es dagegen so, dass die Trennungsursache beispielsweise einfach nur fehlende Anziehung war? Also wir gehen jetzt wirklich durch die ganzen Kontaktarten einfach mal einmal durch. Fehlende Anziehung war, dann ist es sinnvoll, den Kontakt einfach so zu lassen, wie er ist. Vor allem dann, wenn das der Kontakt zwischen euch noch gut ist, der Draht noch gut ist. Ich gehe jetzt noch auf andere Situationen ein, wenn zum Beispiel der Kontakt nicht mehr gut ist, aber das kommt später. Aber nehmen wir mal an, der Draht zwischen euch ist noch gut und die Trennung kam wegen fehlender Anziehung zustande. Es fehlt also nur Anziehung. Dann ist es wichtig, dass du nicht hinterher rennst, den Kontakt trotzdem beibehältst, wie er ist und parallel darauf achtest, dass du eben mehr Anziehung aufbaust durch Dinge und Aktionen, die sich eben auf dieses Thema Anziehung beziehen. Also Dinge tun und machen, die Anziehung auslösen. Da gibt es auch wieder eine ganze Palette von Sachen. Darauf möchte ich jetzt aber nicht reingehen. Ist es dagegen zum Beispiel so, dass ihr euch gestritten habt und die Trennung kam ungewollt im Streit? Auch das kommt relativ häufig vor. Dann ist es ganz wichtig, erstmal ein bisschen auf Entspannung zu gehen, auf Abstand zu gehen, Kurzschlussreaktionen zu meiden, wirklich das Streitthema grundlegend zu reflektieren und danach auf den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin aktiv wieder zuzugehen und im besten Fall kommt es zu einem versöhnenden Gespräch. Also das ist die Strategie, die bei mir jetzt tatsächlich in vielen Coachings sehr gut funktioniert hat. Man muss da eben Zankereien und Ähnliches meiden, vom Kontakt erstmal so minimal, so ein bisschen auseinandergehen, ein bisschen warten, reflektieren, wieder versuchen, aufeinander zuzugehen und das kann tatsächlich nochmal einiges lösen. Ist es dagegen so, dass ihr beide euch toxisch verhalten habt? Du warst toxisch, hast zum Beispiel eingeengt, dein Gegenüber war toxisch und hat darauf übermäßig aggressiv reagiert und ihr habt euch beide da getriggert und deswegen ist es dann auseinandergegangen. Macht es Sinn, dass du erst einmal deine toxischen Seiten dir anschaust, reflektierst, versucht auch mit einem Kind viel zu arbeiten und löst? Natürlich nichts, was du von heute auf morgen schaffst, aber der Prozess an sich ist ganz entscheidend. Und parallel und einfach dort dich weiterentwickelst und dann zu einem Treffen es kommt, also wenn es möglich ist,
eben dann ein Treffen zu initiieren und dann den Ex oder die Ex zu inspirieren durch deine Veränderung. Du triggerst ihn oder sie nicht mehr eben im inneren Kind oder wo auch immer diese toxischen Tendenzen sind. Und dein Gegenüber bekommt das mit und dann kannst du halt sagen, hey, guck mal, lass uns doch jetzt an diesen Sachen gemeinsam arbeiten. Das kann manchmal nochmal funktionieren, nicht in allen Situationen, aber in vielen. Das ist nochmal so eine kleine Notfallstrategie. Da ist zum Beispiel sinnvoll, nochmal zu einem Treffen zusammenzukommen. Ist natürlich jetzt sehr situativ, deswegen mach den Test. Kann sein, dass es bei dir, ihr beide bei toxisch nicht so funktionieren würde, weil es eben nochmal sehr individuell ist. Deswegen schick mir den Test zu, dann kann ich dir wirklich eins zu eins nochmal sagen, was für dich in Frage käme. Ja, und genau, manchmal ist es auch sinnvoll, dann mit Kontakt auseinanderzugehen und so weiter. Ist es dagegen so, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin auf nichts mehr reagiert, dich ignoriert und auf Abstand geht, dann ist es ganz wichtig, dass du vom Kontakt da wirklich, egal in welcher Hintergrundsituation, rausgehst, dich zurückziehst, gleichzeitig in die Weiterentwicklung gehst, ins Wachstum gehst und dann später nochmal versuchst, diesen Kontakt anzuteasern, es sei denn, der Ex oder die Ex ist toxisch in seinem oder ihrem Verhalten, weil dann würde das alles relativ wenig bringen und du wirst nur zum Spielball. Dann muss wirklich er, dass sie auf dich zugeht und das Verhalten, das toxische Verhalten muss sich verändert haben. Ist es nicht der Fall, dann ist es wirklich sinnvoll, ins Wachstum zu gehen und von diesem Wachstumspunkt aus dann später nochmal anzuteasern, aber erst auf ihn oder sie zuzugehen, wenn eben Weiterentwicklung passiert ist. Die Ausnahme ist natürlich, wenn du dich extrem falsch verhalten hast, oder also erstmal Ausnahme 1, der Ex oder die Ex geht automatisch auf dich zu. Ja, du gehst ins Wachstum, du entwickelst dich weiter, guckst dir eben deine Themen an, die eben auch dieses Verhalten ausgelöst haben und aus dieser Weiterentwicklung heraus stellt sich dann heraus, dass oder sagen wir mal so, der Ex oder die Ex geht dann auf dich zu, wenn das dann passiert, sollte man diesen Kontakt dann auch annehmen und nicht irgendwie eine Kontaktsperre oder sowas aussitzen. Also es ist ein sehr umfassendes Thema, ist super individuell. Wenn keine Reaktion mehr kommt, ich habe da ganz viele Videos zu veröffentlicht, klickt euch da irgendwie durch, schaut euch das wirklich an. Es ist schwierig, weil es ein sehr dynamischer Prozess ist. Man muss auch immer wissen, warum kommt keine Reaktion mehr. Es ist beispielsweise so, dass du dich falsch verhalten hast, sehr verletzend verhalten hast und deswegen ist der oder die Ex jetzt auf Abstand. Dann ist es wichtig, dass du wirklich dieses falsche Verhalten reflektierst und dort veränderst und dann eben später auch versuchst, nochmal anzuteasern, ob etwas geht, in Kontakt zu gehen. Wichtig ist da vor allem eins, dass der Ex oder die Ex wirklich realisiert und merkt, dass du dich in deinem toxischen Verhalten grundlegend verändert hast. Also es ist ein Riesenfeld, wenn du blockiert wurdest, keine Reaktion mehr kommt, was dann wichtig ist. Darauf möchte ich jetzt aber nicht in diesem Video hier eingehen, weil es zu umfassend ist. Guck dir da wirklich die ganzen anderen Videos auf dem Kanal an, was bei dieser Kontaktart eben notwendig ist. Ganz wichtig, grundsätzlich gilt immer, dass du niemals hinterherrennen solltest oder anhänglich sein solltest, sondern alles, was du tust, immer aus so einer inneren Mitte heraus tun solltest. Also wenn du die Tendenz hast, eben anhänglich zu sein, so sehr hinterher zu rennen, Battle-Nachrichten zu schicken oder ähnliches, dann musst du wirklich aktiv dagegen anarbeiten, weil das relativ viel kaputt machen kann. Es ist eben keine Liebe und du musst dich von diesem Thema da befreien, das am Ende dafür sorgt, dass du dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin wie verrückt hinterher rennst. Also Anhänglichkeit immer auflösen, nicht dem anhänglichen Mustern folgen, weil das in Rückeroberung wirklich wahnsinnig viel zerstört. Ist auch ein Riesenthema, auf das ich jetzt hier nicht spezifisch eingehen möchte. Wenn du diese Tendenz dazu hast, hinterfrage, ist es Liebe oder ist es Angst? Meistens ist dahinter echt eine Angst. Angst vor Abweisung, Angst vor Verlust und so weiter. Da musst du natürlich etwas gegen tun. Also das ist jetzt die erste Aktion ist erstmal, dass du die richtige Kontaktart für dich findest und auswählst. Ich habe dir jetzt ein paar Beispielsituationen gesagt. Das ist natürlich sehr pauschal gesagt. Das ist vielleicht auch für dich nicht zutreffend. Und deswegen mach wirklich diesen Fragebogen, schick ihn mir zu. Da kann ich dir eins zu eins wirklich genau sagen, welche Kontaktart für dich wichtig ist und in Frage kommt. Da kann ich dir nochmal viel, 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 viel besser weiterhelfen. So, aber das ist so der erste Schritt. Im zweiten Schritt geht es jetzt darum, dass wir uns die Situation mal genauer anschauen müssen und danach entscheiden müssen, was jetzt wichtig ist. Ist es zum Beispiel so, dass eine neue Beziehung im Spiel ist, dann ist es ganz wichtig, immer zu warten, bis es in dieser neuen Beziehung kriselt und erst dann Kontakt aufzubauen, beziehungsweise in Kontakt zu gehen oder in Aktionen zu gehen. Manchmal sollte man auch Kontakt parallel halten, kann man machen in einigen Situationen, nicht in allen, aber in einigen Situationen. Und
Manchmal ist es so, dass ihr Probleme mit Streit hattet, ja, und da irgendwie immer, wenn ihr euch seht oder Kontakt entsteht, sofort Streitereien losgehen. Ja. Deshalb brauchst du auch wieder ganz spezielle Vorgehensweise. Es kann so sein, dass beispielsweise, dass es eine Fernbeziehung war. Das ist wichtig, dass man mit dem Kontakt richtig umgeht, weil es nochmal ganz anders ist, viel schwieriger ist, auch Entwicklungssprünge, die man selber macht in seiner Persönlichkeitsentwicklung, zu transportieren. Ja, es kann zum Beispiel so sein, dass der Ex-Partner oder dass die Ex-Partnerin, keine Ahnung, dass ihr unterschiedliche Zukunftsziele hattet. Auch da ist es wichtig. Also es geht im zweiten Schritt eben darum, sich wirklich anzugucken, was ist die Situation und eben nach der Situation dann zu entscheiden, welche Rahmenbedingungen sind jetzt notwendig und sind jetzt wichtig. So, wenn es eine neue Beziehung ist, zu wissen, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten und warten, bis es da kriselt. Bei einer Fernbeziehung manchmal ist es vielleicht auch gut, einfach mal hinzufahren, je nach Situation, und da eben nochmal Kontakt aufzubauen, weil er einfach möglichst persönlich ist und so weiter. Also, und wenn das durch ist, du jetzt sozusagen für dich so ein Rahmengerüst hast, das kann ich in diesem Video leider nicht erklären, weil es so umfassend ist, mach dafür wirklich den Test oder guck dir andere Videos an, wo eben viele Situationen erklärt werden. Wenn du aber für dich dieses Rahmengerüst hast, was für dich jetzt wichtig ist, worauf du im Speziellen achten musst, welche Punkte wichtig sind, dann geht es darum, dass du dich wirklich dem Thema Transformation widmest. Ja, das ist so das Wichtigste, der wichtigste Punkt überhaupt. Und hier ist ganz wichtig, diese ganze Trennungssituation für dich als eine Art Spiegel wahrzunehmen, der dir jetzt genau zeigt, da fehlt es dir an Selbstliebe, da bist du noch im inneren Kind, da bist du zu sehr im Ego, da verhältst du dich toxisch, da gehst du nicht gut mit dir um und so weiter. Und da wird eine Liste gemacht von vielen Punkten und an diesen Punkten musst du dann aktiv arbeiten. Gerade das Thema innere Kindarbeit ist da unglaublich wichtig. Da geht es dann wirklich darum, unabhängig zu werden. Da geht es darum, loszulassen, je nachdem. Da geht es darum, eigene toxische Muster aufzulösen. Vielleicht bist du schnell wütend geworden, hast viel kritisiert, hast immer genörgelt, warst immer unzufrieden. Da geht es dann darum, dass du guckst, wo du unglücklich bist im Leben, was eben auch in die Beziehung reinfällt. Es gibt unglaublich viele, die einfach keine gute Work-Life-Balance haben. Die arbeiten die ganze Zeit in die Beziehung, gehen deswegen kaputt. Ich habe sehr viele Coachings mit gehabt, dass man anguckt, wie kann ich das jetzt lösen? Wie kann ich meine Work-Life-Balance richtig machen? Oder wenn es ums Thema glücklich sein geht, bin ich überhaupt glücklich in meinem Beruf? Und wenn nein, was muss ich da verändern? Wie muss ich es verändern? Wie kann ich es umsetzen? Da geht es dann eben um diese ganzen Fragen, die Beziehung zwischen euch beiden im Endeffekt kaputt gemacht haben und sich eben dort weiterzuentwickeln. Mit einem ganz großen, ganz wichtigen Punkt, dass diese Weiterentwicklung niemals passieren sollte, um den Ex oder die Ex zurückzubekommen oder zu beeindrucken. Wenn du halt mit so einem Mindset da reingehst, ich muss es halt immer wieder betonen, weil die meisten einfach alles, was sie tun, nur für die Rückeroberung tun, aber nicht für sich selbst. Und da wird schon wieder dieses Mangelbewusstsein in einem geschürt und das macht eben ganz viel kaputt. Also für dich ist es wichtig, wenn du da eben transformierst, dass du es für dich tust. Und wenn du nicht diese Liebe zur Transformation hast, nicht diese Liebe, nicht diesen Willen für dich, das zu verändern, weil das Universum, das Leben, die Situation dir gerade ganz klar sagt, du musst es verändern, sonst wirst du nicht glücklich sein. Die Trennung macht dich ja gerade unglücklich. Du musst es für dich verändern. Wenn du das nicht verstanden hast, ne, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du wieder in diesen alten Mustern zurückverfällst, weil du es nur für ihn oder sie tust. Im besten Fall, ja, klappt es, es kommt wieder zur Beziehung. Dieses Loch sozusagen in dir ist gefüllt, des Unglücklichseins, gefüllt mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin, und dann ist auch die Motivation weg, das weiterhin zu machen. Und ebenso verbirgt sich dahinter meist ein sehr anhängliches Verhalten. Also das sind so Sachen, die dann auf jeden Fall mit einfließen. Und das ist sozusagen der dritte Punkt, die dritte Aktion, die ganz wichtig ist, das ist die Transformation. Das ist auch der wichtigste Punkt. Parallel wird dann eingehalten eben die richtige Kontaktart, je nach Situation. Und es wird eben darauf geachtet, dass die Rahmenbedingungen klar sind, dass du Bescheid weißt, in bestimmten Situationen musst du auf bestimmte Sachen achten und gefasst sein. Und einfach für dich so eine Klarheit für dich einfach hast, diese im Hintergrund mitbehältst. Danach geht es aber um den wichtigsten Punkt, einfach deine Transformation. Mit dieser steht und fällt am Ende wirklich der Erfolg deiner Rückeroberung und alles. Hier ist es wichtig, wirklich sich hinzusetzen.
setzen, das richtig umzusetzen, sich wirklich Gedanken zu machen und jeden Tag etwas dafür zu tun, dass sich ein bestimmter Zustand, der eben dieses Unglück herbeigeführt hat, auch das eigene Unglück in dir, sich wirklich verändert. Das ist eine große Herausforderung und es ist nicht einfach und das ist auch wichtig, Begleitung zu haben, meiner Meinung nach, je nach Situation natürlich. Und das ist auch der Punkt, an dem so gut, nicht viele Rückeroberungen, aber sehr, sehr viele Rückeroberungen, zumindest sehr, sehr viele Rückeroberungen wirklich scheitern. Dass Menschen sagen, oh, ich habe mich doch jetzt verändert und ich bin doch nicht mehr anhänglich. Und dann kommt so eine anhängliche Frage, warum reagiert der immer noch nicht? Allein diese Frage ist schon aus diesem anhänglichen Muster herausgestellt. So. Und nur als Beispiel natürlich. Und dann merkt man, es funktioniert nicht richtig, es geht nicht richtig vorwärts und man ist immer noch in diesem Leidensdruck drin. Transformation heißt aber vor allem, dass du dich von diesem Leidensdruck lösen kannst. So, dass du den Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht mehr so sehr brauchst. Dass du befreit bist von dieser Abhängigkeit. So, und eben alles in deinem Leben tust, alles in dein Leben ziehst, was dich aus dieser Abhängigkeit rausholt. Und ja, das ist eine große Herausforderung und das ist nicht einfach, aber es mit wirklich Einsatz und vor allem Willenskraft ist es möglich. Und wenn man das meistert, diesen dritten Punkt meistert, ja, dann kommt es zum nächsten Ding, zur nächsten Aktion. Dann ist es so, dass tatsächlich aus dieser Dynamik zwischenmenschlich, zwischen euch beiden, das Potenzial wächst, dass wieder Anziehung entstehen kann. So. Nicht muss, aber kann. Es setzt natürlich auch voraus, dass auch Entwicklung auf der anderen Seite passiert, auch je nach Situation. Aber wenn das eben so ist, dass es kommt zum Kontakt, es kommt zum Treffen und in diesem Treffen wird einfach ersichtlich, dass die ganzen Trennungsursachen sich immer mehr auflösen, dass die Unabhängigkeit immer stärker wird. Ist nicht in allen Situationen notwendig, aber in vielen, dass die Selbstliebe gewachsen ist, dass die Zeit sich immer besser anfühlt. Dann entsteht halt eben ein ganz starkes Potenzial darauf, dass eben wieder eine Anziehung entstehen kann und so eine Art Neukennenlernen sich ergibt. Also in vielen Situationen sollte es tatsächlich ein Neukennenlernen sein, auch nicht in allen, ja, dass sich eben dann so ein Neukennenlernen ergibt, dass man sich auf diese Weise wieder Stück für Stück annähert und auf dieser Grundlage dann eben tatsächlich eine Rückeroberung wieder schaffen kann. Wichtig sind dann noch andere Teilaspekte, die nicht immer notwendig sind. Das ist zum Beispiel der Umgang mit Liebeskummer und Leidensdruck. Gerade wenn da toxische Noten mit drin sind, dass man da halt eine Lösung findet. Es gibt auch viele Leute, die haben weniger starken Liebeskummer und können da ganz anders mit umgehen. Das ist das Thema Vergebung, ganz wichtig, ja, wie man damit umgeht, weil die Trennung einfach unglaublich viel zwischen euch beiden ausgelöst hat. Das ist ja eine starke Verletzung auf beiden Seiten. Und wenn diese Wunden da eben noch mitschwimmen, wenn man sich annähert, nicht überall, aber oft, kann es eben sein, wenn man da nicht eine gute Vorarbeit geleistet hat, dass das vielleicht Anziehung entsteht irgendwann, aber dann entweder eine Angst entsteht, dass das nochmal passieren kann, dass man nochmal verletzt werden kann, oder eine sehr starke Unsicherheit, oder dass man einfach dass auf einmal einen Rachefeldzug startet, wenn man in der stärkeren Position ist und so weiter und den Ex oder die Ex verletzen möchte. Also gibt es ganz viele Sachen und das muss man halt am besten auflösen durch Vergebung und den richtigen Umgang mit so einer Situation. Genau, und das ist dann dieser Aspekt. So, also du merkst, so, ich muss mal ganz kurz was gucken. Also du merkst, dass da wirklich viele Dinge reinfließen. Es geht immer darum, die Rahmensituation zu kennen. Kontaktart ist ganz wichtig. Wenn du weißt, wie der Kontakt sein muss, also das macht wirklich ganz viel aus. Also was gefährlich ist, ist blindlings einfach immer eine Kontaktsperre grundsätzlich aufbauen. So. Das ist viel zu situativ. So. Gerade wenn die Verbindung zwischen euch noch gut ist und es Entwicklung braucht, ihr vielleicht euch auf eine Freundschaft geeicht habt, aber auf einmal die Zeit sich richtig gut anfühlt. So. Es ist, also viele denken, dass man mit einer Kontaktsperre